Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar wollte ich euch gerne heute mal zeigen, was ich alles vom Primark eingekauft habe mit meiner Nichte Shaima und ihrer Schwester Raya. Wir hatten an dem Tag ganz schön Spaß gehabt und wir waren fast in alle Läden drin. Aber ich wollte einfach nur schauen und wir haben schöne Angebote gefunden, also schöne Sachen und die auch günstig sind. Zurzeit ist überall 50 oder 30 oder 70 auch Prozent günstiger. Ist auf jeden Fall eine Menge von Primark gewesen. Eigentlich war das nicht so geplant. Eigentlich wollten wir einfach nur uns das Ganze umschauen. Aber ist halt so, wenn man schon da ist und es gefällt, was die eine oder die andere, dann haben wir alles einfach mitgenommen. Ist auf jeden Fall eine große Menge. Ich zeige euch mal. Das sind hier zwei Tüten. Und hier ist noch ein bisschen Schmuck sozusagen und so weiter. Ich fange direkt mal an, bevor das Video jetzt zu lange wird. Ich habe hier, ich habe hier als allererstes, das Ganze ist dann hier raus, einfach diese Wimpern gekauft. Das sind hier natürlich unechte Wimpern, das ist jetzt vom Primark alles, das Ganze. Das sind hier Volumenwimpern. Lashes auf jeden Fall, das sind hier, Volumen steht auch extra drauf. Die haben hier 1,50 gekostet und das sind hier die Sultry oder so. Ich weiß nicht, wie man das jetzt richtig ausspricht. Aber auf jeden Fall sind zwei unterschiedlichen, das sieht man. Volumen sieht man ja, ist ein bisschen mehr drin. Sieht auch volliger aus. Und die habe ich einfach jetzt mitgenommen. Ich habe von einer von denen, glaube ich, mehr genommen. Aber naja, ist auch jetzt egal. Dann habe ich ja, ist nicht alles jetzt für mich, weil ich habe ja Gelnägel für meine Nichten auch zum Verschenken. Wir haben einfach jetzt die hier ausgesucht, diese Nägel. Die Farbe finde ich ganz schön. Das ist so eine lila Bordeaux-Farbe. Das ist so eine ganz schöne Mattfarbe. Die haben auch 1,50 gekostet. Dann haben wir uns noch eine andere Farbe. Die waren auf 1 Euro reduziert. Das ist auch hier richtig schön. Bunt, so blau-mäßig. Blau, lila, das ist so dieses Bunte. Ich weiß nicht, wie man das Ganze nennt, aber von der Verpackung her wisst ihr schon, was ich meine. Auf jeden Fall, die sind auch ganz schön. Dann habe ich mir einfach diese Handtasche, einfach so einen Spiegel mitgenommen. Ich versuche mal das Ganze hier aufzukriegen, dass ich euch das mal zeige. Die hat hier 1,50 gekostet. So das Ganze aus, einfach so, ich drehe das so einfach, also wie das Ganze hier aussieht. Wollte ich auf jeden Fall so eine haben und die fand ich auch ganz süß vom Farmer. Das ist so ein Altrosé und auf der Rückseite ist so eine matt schwarz, ist auch ganz, ganz schönes. Dann habe ich mir noch so eine Gürtel mitgenommen, ich fand den einfach ganz schön und der war auch nicht so teuer einfach. Der hat, glaube ich, ja, der hat 4 Euro gekostet. Ich fand das hier schön. Und der dürfte dann auch mit. Also ich zeige jetzt euch das Ganze einfach, weil ich kann jetzt nicht einfach sagen, das ist für mich, das ist für meine Nichte. Ich zeige euch einfach, was wir alles eingekauft haben. Dann haben wir diese Haargummis noch. Ich fand die ganz schön für 1,50, die drei Farben. Schwarz, braun und weiß. Und die sind auch schön stabil. Ich habe das einfach, das merkt man auch. Ich mag das, wenn das so nicht so fest ist. Ist auch besser für die Haare sozusagen. Dann habe ich mir, hier das sind auch die gleichen Wimpern, einfach diese Ohrringe, die Farbe fand ich ganz schön. Also meine Nichte sagt, das ist ein bisschen schwer mit dieser Farbe irgendwie, es muss ja schön kombiniert und so weiter vom Klamotten her. Ich fand die Farbe ganz schön, okay, von einer Seite hat sie ja schon recht, aber ich kriege das schon irgendwie hin und die waren eh reduziert auf 2 Euro, daher ist alles in Ordnung, also da kann man auch nichts sagen. Dann haben wir hier, also das war jetzt für Shaima, für ihre Handy, das hier noch mitgenommen. Für ihre Ladegerät, der hat auch nur 2 Euro gekostet, war noch reduziert. Und ich fand das ganz süß hier vorne, ich gehe so ein bisschen nah. So, das ist ganz süß, alles so pink. Und 2 Stück haben wir auf jeden Fall mitgenommen, aber ich zeige euch jetzt einfach eine. Dann fand ich ja noch diese süße Tasche noch. Da, also Altrosé und Gold, ganz süß. Und die hat auch dann nur 2 Euro gekostet, war auch reduziert. Für ein bisschen Schmink oder kann man auch für was anderes benutzen. Auf jeden Fall
ist süß und hier der Düfte dann auch mit. Also dann haben wir noch Highlighter, zwei Farben, kann ich mich noch gut erinnern. Hier zwei Stück, ich habe zwei Farben einfach mitgenommen. Ich gehe mal so auf die Farben. Ich weiß jetzt nicht, das sind einfach die Farben, ich weiß nicht, ich sehe nicht so. Einmal in Weiß, das hier in so Weiß und Silber sozusagen, das ist so in Rosé-Richtung. Die sind auch ganz schön. Die hat, also jeder hat 2 Euro gekostet, davor hat jede von denen 5 Euro gekostet und die hatten noch eine große Menge da. Also müsst ihr dann versuchen, wer noch sowas braucht, soll einfach zum Primer. Dann habe ich hier noch dieses Base, Eyeshadow Base gekauft. Ich fand den ganz schön süß. Ist eine kleine Tube sozusagen, aber der ist auch okay. Und der hat nur 2,50 Euro gekostet. Und von Farbe her, glaube ich, ich habe das auch, das war auch so ein, ich zeige euch das, durchsichtige Farbe. Also einfach, der hat einfach keine Farbe. So, das sieht so bräunlich aus, aber wenn man das so auf den Hand, bisschen, also sieht man nichts. Das ist einfach nur so eine Farbe, also durchsichtig. Hat keine Farbe, aber das fühlt sich voll weich an. Also deswegen. Dann habe ich noch diese Haarspangen noch mitgenommen. Ich hatte schon mal irgendein Video so ähnliche genommen. Die habe ich damals aber einfach so mitgenommen. Die waren nicht reduziert und jetzt waren die im Angebot und habe einfach die mitgenommen. Die haben auch 1 Euro gekostet. Das war jetzt hier diese ganze Accessoire sozusagen, also Kleinigkeiten, Sachen. Ich guck mal hier, dann haben wir uns noch die hier für zu Hause, ich fand die ganz süß, mitgenommen. Das ist so eine Hase. Also ich weiß nicht, hier sind, ich weiß nicht, wie ich euch das am besten zeigen soll. Aber auf jeden Fall ist schön weich, der war auch, die waren auch von 4,50 auf 2 Euro reduziert. Und die habe ich dann einfach auch mitgenommen. Dann haben wir noch für uns, also für mich, für meine Nichten und so weiter, wir haben mehrere mitgenommen. Diese hier für zu Hause auch, diese, die sind schön, auch schön weich und die halten auch schön warm. Und die Farbe fanden wir ganz schön mit dieser Schleife, die goldene Schleife. Das ist aber jetzt kein Stoff, das ist irgendwie aus Plastik. So sieht das Ganze aus. Und die haben hier 6 Euro gekostet. Wir haben die in verschiedenen Größen, weil jeder von uns hat jetzt eine andere Größe. Wir haben uns noch, ich kann mich noch gut erinnern, noch eine andere. Die hier fanden wir auch noch ganz süß. Ich kann die irgendwie, ich weiß nicht, ob man die so einfach so, oh nee, auspacken geht leider nicht. Sieht so aus einfach, ich zeige euch das Ganze. So, vom Weiten. Ja, so sieht das Ganze aus, ist auch ganz schön süß. Da ist so ein Entchen drauf oder ein Gans ist das? Ja, ein Gans. Ganz süß, auch so warm und die haben 5 Euro gekostet, also ist auch süß. Dann habe ich mir noch, was ist das irgendwie? Ach so, da ist noch was ähnliches, da kommen wir auch. Dann habe ich mir noch auch die hier für mich mitgenommen, ich fand die auch ganz schön süß und die Farbe fand ich auch ganz schön. So ein Alt-Rosé, die sind auch schön warm und voll süß. Hier. Ganz schön. Die haben nur 5 Euro gekostet. Hier von unten. Schön Pünktchen. Also, ich habe schon damit gerechnet, dass das jetzt ein langes Video wird. Aber ich wollte euch einfach nur zeigen. Dann habe ich mir einfach diese Söckchen mitgenommen. Hier sind 5 Paare für 3,50 und die Farben sind auch ganz schön. Mit Pünktchen, Blumen und so weiter. Also, jedes Paar sieht anders aus und hier sind die Farben. Dann habe ich mir noch die hier noch mitgenommen. Ich fand die auch ganz schön. Das sind auch schöne schwarze Söckchen. Mit so einem Kugelchen, also so eine ganz weich. Ich fand die ganz süß und die haben nur 1 Euro gekostet. Ich guck mal eben. Dann habe ich noch für meine Nichte was ganz Süßes gefunden. Schöne Mütze von Eiskönigin. Ne, Shema, so nennt man die Eiskönigin. Wie heißt die nochmal? Weißt du noch? Elisa, Elisa, keine Ahnung. Elsa. Elsa, okay. Ja, auf jeden Fall ist ganz schön süß, weich und hier unten fand ich die ganz schön und mit so einer silberne, da ist irgendwas silberne drauf, silbernes, also das sieht man so, glaube ich, wenn ich das jetzt so bewege. Ich fand die auch ganz süß und die hat auch nur 4,50 Euro gekostet. Dann habe ich einfach diese Handschuhe mitgenommen. Ich weiß jetzt nicht,
Die haben nur 50 Cent gekostet, aber für Kinder kann man eh immer alles gebrauchen. Okay, meine Jungs sind ein bisschen schon größer als was ich jetzt mir vorstelle, aber für Khaled würde das in Ordnung sein, das Ganze. Dann habe ich mir noch so einen schönen Schal mitgenommen. Grau, hellgrau und beige mäßig oder so die Farbe. Ich zeige euch das so weiten, vom Weiten. Ich fand den ganz schön vom Stoff her. Ist so schön weich und ganz schick sieht er aus. Also der hat nur 3 €, es war auch reduziert von 8 € auf 3 €. Hat sich auf jeden Fall gelohnt und dann dürfte diese Schale auch mit. Dann habe ich mir hier noch, ich nehme einfach die 2 Sachen mit. Dann haben wir schon mal die erste, einfach diese Mütze mitgenommen. Das ist so eine grün, dunkelgrünes Farbe. Ist auch ganz schön weich und diese Mütze hat 3 € gekostet. So sieht das Ganze aus vom Weiten und wie gesagt schön weich. Dann habe ich mir einfach diese Haarbürste. Ich weiß nicht, wie gut das ist, aber ich fand es ganz schön, weil von hinten ist so eine Spiegel. Und vom Griff her, wenn man jetzt ein bisschen eilig hat, einfach. Also keine Ahnung, ich habe die einfach mitgenommen. Mein Sohn Khaled meinte, er findet die süß. Ich so, okay, dann nehmen wir mit, kann ich eh gebrauchen. Die hat 2 € gekostet. So, jetzt haben wir hier. Dann habe ich mir noch so einen Riesenstiefel gekauft. Also eine, ich weiß nicht, wie ich euch das jetzt am besten zeigen soll. So sieht das Ganze aus. Und hier, ich fand das ganz schön. Und von innen ist auch noch ein Reißverschluss. Also von innen kann man den benutzen. Da sieht man schon, ich habe den anprobiert. Das hier ist jetzt einfach nur so, glaube ich. Aber von innen kann man ja aufmachen. Also den Reißverschluss. Und die waren wirklich reduziert. Ich fand die Farbe jetzt ganz schön, schwarz und gold. Ihr kennt mich ja mittlerweile, schwarz-gold. Die waren auf 10 € reduziert. Wie teuer die davor waren, die haben davor 28 € gekostet, jetzt wirklich nur auf 10 €. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Da waren auch in alle Größen, verschiedene Größen da. Dann habe ich mir noch so eine süßen Pulli, nennt man die, ich weiß nicht, so eine kurzen, ganz schön kariert. Also vom Stoff her fand ich die auch ganz schön. Also das ist jetzt nicht so ein, das fühlt sich nicht so billig an, also vom Stoff her. Ist schön gefüttert und die hat 13 € gekostet. Und zu denen gibt es auch einen passenden Rock. So sieht der Rock aus vom Weiten. Und dieser Rock hat wirklich nur 11 € gekostet. Ich weiß nicht, ich habe die noch nicht anprobiert, aber man kann eh umtauschen. Da sind auch in verschiedenen Größen noch welche da. Daher ist kein Thema. Dann habe ich noch für meinen Mann diesen schönen Pulli noch mitgenommen. Diesen, ich gehe so ein bisschen zurück. Vielleicht könnt ihr das noch besser erkennen. Das ist so ein weiß-blau. Blau vom Stoff her ist da auch ganz schön weich. Ich weiß nicht, wie es nach dem Waschen aussieht, aber ich fand vom Stoff her so richtig schön weich und so weiter. Diese Pulli hat 13 € gekostet. Ich bin mal gespannt, wie es nach dem Waschen aussieht. Also ich weiß wirklich nicht. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich nehme einfach die Sachen. Dann habe ich noch einfach diese Söckchen mitgenommen, diesen Halbsöckchen sozusagen, in verschiedenen Farben. Und die haben nur 2 € gekostet, die waren reduziert. Dann habe ich noch welche hier, diese schöne Farben. Ich habe die extra jetzt einfach diese Farben genommen, weil ich finde die Farben so schön und süß. Und naja, das ist jetzt nicht so, sieht man, dass das jetzt irgendwie Damensöckchen sind oder für einen schönen Weiber, also jetzt nicht für Jungs oder so. Und so bin ich auch auf die sichere Seite, dass meine Söhne nicht meine Söckchen angreifen. Spaß. Nee, auf jeden Fall habe ich das jetzt einfach mitgenommen, weil ich fand die Farben wirklich schön und die Blumen sind hier ganz schön. Hier so ein bisschen nah dran. Die haben 3,50 € gekostet. Das sind auch 1, 2, 3, 4, 5 Paare. Ja, das haben wir schon. Ich gucke mal eben, was ich alles noch hier nicht doppelt habe. Ja. Also ein paar Teile sind noch da. Dann habe ich einfach diese Söckchen auch, die Socken mitgenommen. Die waren für 1 € schön gestreift und schön weich. Das brauchen wir nicht. Dann habe ich hier nur einfach diese 2 Paare Handschuhe. Die waren zusammen und die waren auch auf 50 Cent. Grau und grün. Und zuletzt habe ich hier noch diese schöne Mütze für meine Nichte auch mitgenommen. Die Farbe ist ganz schön süß und sie wird sich auf jeden Fall freuen jetzt. Diese Mütze war reduziert auf 2 €. Also ist auf jeden Fall eine Menge.
Leute, ich kann kaum atmen. Ich habe so viel geredet. Ich glaube, für den ganzen Tag heute. Auf jeden Fall war das jetzt ein Rieseneinkauf. Da waren noch ein paar Sachen, aber die haben wir schon benutzt. Also so ein paar Schmucksachen und noch andere Nägel. Die hat schon meine Nichte drauf und so weiter. Das ist alles, was ich jetzt versucht habe, solange die so zu behalten, damit ich euch das Ganze zeigen kann und für euch einen schönen Haul drehen kann. Ich hoffe, ihr habt irgendwas jetzt daraus erfunden oder wenn ihr davon noch was braucht, ist auf jeden Fall von jedem Teil jetzt eine Menge noch da. Ihr müsst einfach nur dahin laufen sozusagen und euch das Ganze angucken. Die haben auf jeden Fall ganz schöne Produkte und ganz schöne Sachen zurzeit, aber ich hatte nicht so viel Zeit und ich bin so ein Mensch, wenn ich jetzt in einem Laden drin bin, dann möchte ich nicht so lange drin sein. Ich weiß nicht, ich bin einfach zu hektisch für sowas. Auf jeden Fall... wenn das Video euch gefallen hat, würde ich mich gerne für einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren und vergisst bloß nicht, eine Verlosung läuft zurzeit noch bis zum Ende Januar 2019. Ihr müsst einfach nur einfach dieses Video für diese Verlosung einfach euch mal anschauen und dann einfach abonnieren, liken und kommentieren und folgen auf Instagram, dann macht ihr auch auf jeden Fall mit. Ich sag mal dann, wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Bye, bye.